Willkommen zurück in den vergammelten Minen. Der Minen. Styx muss weiter hier in den Minen voranschreiten und versuchen, einen Weg hier rauszufinden. Bisher war es eigentlich ziemlich einfach, den Weg halbwegs zu finden mit ein paar, ja, gruseligen Viechern. Aber wir haben es, glaube ich, geschafft, oder? Dieses Kratzgeräusch. Oh Gott, aber wie viel Quarz da ist. Oh nein. Oh nein. Mutantenschaben. Oh mein Gott. What the fuck, hey? Bei dem leisesten Geräusch strömen sie in Scharen. Oh nein. Das ist aber mal sowas von mega schlecht. Das heißt für uns eigentlich nur im Klartext, wir müssen schleichen, komme was da wolle. Und verdammt nochmal leise sein. Aber das ist nicht immer so einfach. So, okay. Alles klar. Wir müssen jetzt versuchen. Moos verringert wie Teppiche die Geräusche, die du verursachst. Okay. Dann darf ich auf jeden Fall nicht da unten raus. Aber ich muss ja da raus. Ja gut, die hören nur auf Geräusche. Da oben könnte ich mich rüberhangeln. Aber wie komme ich da hin? Wie komme ich da hoch? Das ist jetzt sehr schlecht. Ich glaube, sobald ich nach unten springe, hören die mich sofort und attackieren mich. Ich glaube, sehen können sie mich allerdings nicht. Ich könnte sie ja ablenken durch irgendwas. Ja komm, es muss doch hier irgendwo einen Ausgang geben. Irgendwie. Moment. Kann ich mich da oben nicht festhalten? Oder hier? Nein. Kann ich nicht. Okay. Ja, boah, was mache ich denn jetzt? Ich bin hier wirklich gerade gefangen. Unsichtbar machen bringt mir nicht viel. Ich könnte es mal mit einem Klon versuchen, komm. Ich versuch's mal mit einem Klon. So. Ich schau mal, was passiert. Also hier komme ich noch hin. Okay, sieht er mich oder sieht er mich nicht? Er sieht mich nicht. Alles klar, also man muss hier wirklich ganz leise schleichen. Aber ganz leise. Und das ist sehr gefährlich. Aber ich könnte den Klon dann auch vernichten. Denke ich doch mal. Ja gut, wir wissen ja, wie es geht. Das ist eigentlich die Hauptsache, weil da hinten stehen gleich wieder zwei Stück. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich einen von denen berühre. Ich glaube, dann habe ich nämlich nicht mehr so ein leichtes Spiel. Okay, aber sie hören das. Okay, aber man bekommt auf jeden Fall angezeigt, wenn sie jemand hört. Okay, komm. Alles klar. Dann machen wir uns auf den Weg mit Styx jetzt da durch. Ich darf, glaube ich, niemanden von denen berühren. Ich kann auch jetzt gleich nach links gehen. Boah, ich darf echt nicht zu schnell sein. Ich darf eigentlich gar nichts mehr machen. Oh Gott. Oh mein Gott. Bin ich jetzt tot? Ja. Ja. Okay. Boah, ich hätte es echt nicht gedacht. Ja gut, dieser verdammte Stuhl. Styx! Was ist mit der? Warum machst du ein Geräusch, hä? Warum machst du jetzt ein Geräusch? Eigentlich bin ich ja weit gekommen. Könnten sie eigentlich auf die falsche Fährte mal locken, oder? Ja, toll. Der eine, der kommt immer hierher, dann geht er wieder weg. Tun die das abbauen oder was machen die da mit dem Zeug? Tun die das essen? Ich denke ja. Ah, der Stuhl, der ist da echt, der ist da wirklich fehl am Platz. Der ist wirklich sowas von fehl am Platz. Aber jetzt könnte ich eigentlich hier raus. Solange ich leise bin. Okay, also sind es sozusagen blinde Gegner. Kann man auf jeden Fall überwinden. Ist jetzt nicht so schwer. Ich dachte, die sehen mich eben auch noch. Und deswegen war ich gerade ein bisschen in Panik. Aber ich glaube, hier geht es ein bisschen besser, oder?
Machen wir mal aus. Oh Gott. Sogar das haben die gehört? Okay. Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, dass man eine Fackel hört, aber okay, okay, okay. Ich nehme das hin. Hier sind bestimmt gleich wieder welche, oder? Ja, warum denn mit einer Aufgabe aufhören so schnell? So, und jetzt? Okay, ich kann da noch rüber. Okay, passt, passt. Oh mein Gott, das ist ja hier richtig verwirrend. Ich glaube nicht, dass ich auf das Teil springen sollte, oder? Ich glaube, ich gehe eher lieber hier lang. Wenn ich das natürlich hinkriege. Ja, kriege ich. Okay. So, und dann nach unten. Perfekt. Und dann am besten noch da hoch. Ich höre schon wieder... Boah, ich höre schon wieder irgendwelche Viecher. Ich glaube, da oben sind schon wieder solche... Oh nein. Okay. Oh Gott, das war knapp. Das war knapp. WTF. Also bitte, lieber Styx. Ja, als ob. Als ob. Mhm. Mhm. Ja, ich drück doch immer leicht. Komm, nimm das. Ja. Danke. Ja, ich kann jetzt hier nicht viel machen. Ich muss jetzt hier tatsächlich warten. Ich kann auch hier gar nichts überblicken, weil ich bin eben nicht als erstes oben. Wo gehe ich am besten lang? Vorne gibt es Sand, Insekteneier, aber das brauche ich alles nicht. Das ist alles voll. Ah, wieso kann ich die nicht irgendwie betäuben oder sowas? Ich hätte zwar noch giftige Pfeile, aber ich denke nicht, dass die mir was bringen. Okay, okay. Oh, oh. Oh, ich war jetzt gerade ein bisschen zu schnell. Oh nein, da hinten sind schon wieder solche blöden Pilze. Oh Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bleib mal hier stehen. Ich bleib hier stehen in der Hoffnung, dass er mich nicht sieht. Was, ich kann ihn sogar töten? Ah, diese Pilze sind auch wirklich übel. Ist er weg? Er ist noch da. Und da oben ist schon wieder so ein... Oh Gott, wo bin ich hier bloß gelandet, Alter? Wo bin ich hier gelandet? Mitten in der Hölle? Ja, bin ich, bin ich. Die Map sieht zwar wirklich sehr geil aus, aber die Gegner sind halt wirklich schwer. Ja, will er sich jetzt mal fortbewegen oder was macht er jetzt da? Ich kann ihn nicht umbringen. Oh, oh. Oh, nein. Ich traue mich auch jetzt ehrlich gesagt nicht, da hinten vorbeizulaufen. Ich glaube, ich muss da... Ich muss sogar hier lang. Und es werden immer mehr. Ich glaube, der bleibt einfach stehen. Ich glaube, der bleibt tatsächlich stehen. Okay. In der Hoffnung, dass er mich jetzt nicht sieht. Oder mich anstupst. Ja, sieht gut aus. Ich sollte auch ein bisschen so die Decke im Auge behalten. Denn da... Ja, als ob jetzt da noch so viele sind. Als ob. Oh mein Gott. Was habt ihr euch da einfallen lassen? Also ehrlich. Hier gibt... Oh Gott, hier gibt es ja nirgendwo... Oh, 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 oh. Nice and slow. Immer langsam, immer langsam. Das eine mit der Katze hätte mir jetzt bestimmt gut getan. Also diese Katzenfertigkeit. OMG! Ich glaube, die kann man gar nicht leise töten. Ich glaube, die muss man... Oh, 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 oh. Oh mein Gott, WTF, was? Oh Gott, ich muss mich hier voll konzentrieren. Okay, wenigstens gibt es hier mal so eine Art Moos wieder. Man könnte sogar noch höher. Aber mich interessiert jetzt eigentlich bloß, was da in der Tür drin ist. Weil ich glaube, das scheint wichtig zu sein. Also hier ist alles voller Moos. Es sieht zumindest so aus. Bin mir jetzt nicht sicher, vielleicht sind die Steine auch bloß rot. Einer bewegt sich gar nicht. Also geht's da eigentlich schneller voran. Außer natürlich, ich muss nach oben. Muss ich nach oben? Ich habe nämlich kein Missionsziel, also mir wird nichts angezeigt. Okay. Oh oh. Oh oh.
Oh, oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, war das knapp. Hey, da bekomme ich ja gleich Schüttelfrost. Ach komm, ich gehe jetzt nach oben. So. Können wir da rüber noch? Ja, wir würden allerdings sogar noch nach links kommen. Okay, aber was ist hier? Da ist auf jeden Fall wieder so einer. Alles klar. Aber was anderes gibt es hier gar nicht. Okay, ja gut. Ja gut, dann hat sich das in dem Fall hier oben erledigt. Zumindest für die Seite. Aber für die andere noch nicht. Das Ziel war ja, ich muss da irgendwie raus. Das war das Ziel. Okay. Dann werden wir mal versuchen, hier rauszukommen. Da oben ist auf jeden Fall wieder so ein dämlicher Pilz. Das ist absolut gar nicht gut. Das ist gar nicht gut, dass da so ein Pilz ist. Aber ich muss da auch, glaube ich, gar nicht hoch, oder? Ich glaube, wenn ich da hochgehe, bringt er mich wieder um. Von der Seite kommt einer. Von der Seite geht einer. Okay, 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 komm. Als ob. Als ob. Aber die können ja nicht fliegen, oder? Die können nicht fliegen. Nee, können sie nicht. Oder bin ich jetzt wieder... Oh mein Gott, das war knapp. Ich glaube, ich bin hier oben falsch. Ich bin jetzt, denke ich, total in die falsche Richtung. Nein, das kann jetzt nicht wahr sein. Ah, diese verdammten Pilze, aber die merken, glaube ich, auch, wenn ich zu laut bin. Dann explodieren sie. Ah, ich muss da drüben in die Tür, nein. Es bringt alles nichts. Es bringt nichts. Hier oben bin ich völlig aufgeschmissen. Ich kann ja gar nichts machen. Okay, dann eben wieder zurück. Zurück. Wenn der Weg doch hierhin so gut geklappt hätte, wäre ich sehr glücklich. Hat er allerdings nicht. Okay. Aber ich bin jetzt... Ich bin falsch. Nein, loslassen. Ja, genau hier war ich richtig. Okay, alles klar. Jetzt muss ich nur wieder da hinten irgendwie reinkommen. Aber der steht da. Der benutzt sich keinen Meter. Ha. Ich muss ja wirklich extrem langsam an dem vorbeilaufen. Da liegt übrigens was. Oh Gott. Oh mein Gott. Hier. Giftige Sporen. Alles klar. Ja, jetzt geht er hoch, Sticks. Geht er hoch. Danke, danke, danke. Ja, wie löse ich das jetzt? Ich könnte sie ablenken. Ich glaube, das werde ich sogar mal versuchen. Mal schauen, ob das was bringt oder nicht. So, wie ging denn das jetzt nochmal mit... Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich habe den falschen Knopf gedrückt. Nicht dein Ernst. Da unten hat mich auch einer gehört, aber der sieht mich nicht. Und der andere, ja, den interessiert es jetzt nicht mehr. Oder? Oder? Ja, komm, jetzt beruhig dich. Beruhig dich. Danke. Ach so. Okay, und werfen. Nein, der eine rührt sich nicht. Der eine bewegt sich nicht. Schon ein bisschen unfair, das Ganze. Oh Gott, ich muss da vorbeischleichen. Nein. Nein, nein, nein. Ich glaube es nicht. Und der eine ist natürlich jetzt voll auf Empfang. Super, das habe ich wieder toll gemacht, klar. Wie immer, Schnelligkeit, ja, super. Meine Schnelligkeit bringt mir... Ach, jetzt bewegt er sich? Mann, ist das ein Schnellchecker. Mann, ist das ein Schnellchecker. Schaut ihn euch an. Schaut euch an, wie dumm der ist. Ja, deswegen stehst du auch so dämlich an der Tür und darfst nicht arbeiten. Und der andere? Ja, der andere hat sich jetzt auch abgeregt. Okay, ich riskier's jetzt. Ich riskier's. Ich werde es jetzt wohl irgendwie schaffen. Okay. So, und jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig. Dadurch. Ja, geschafft. Ich glaube, ich speichere hier lieber mal. Okay. Kann ich mir irgendwo hier Harz graben oder so?
Was erwartet, was kommt denn jetzt? Was kommt denn jetzt? Da fliegt schon wieder so ein ganz komisches Viech. Das finde ich gar nicht gut. Gibt es auf jeden Fall Sand. Da oben gibt es natürlich wieder auch solche zwei. Okay. Ja gut, hier kann ich mir was fertigen. Aber was will ich mir machen? Was will ich mir machen? Pfeile. Ein Pfeil habe ich noch. Ich könnte mir allerdings mal einen Trank machen. Das wäre keine schlechte Idee. Säurelösung. Ja, ich glaube, ich mache mir lieber Pfeile. Zumindest einen Pfeil. Und dann machen wir uns wieder eine Säurefalle. Okay. Speichern wir auch gleich ab. Ja. Weil ansonsten muss ich das nochmal fertigen. Und das will ich ja nicht. Das will ich nicht. Das hält nur unnötig Zeit auf. Okay. Dann gehen wir mal langsam voran. In der Hoffnung, dass es nicht noch was Schlimmeres kommt. Finde den Weg hinaus. Schon wieder. Schon wieder. Habe ich nicht eigentlich schon genug gelitten? Da fliegt was. Da fliegt was. Aber wo ist es? Da vorne. Kann es mich sehen? Das werden wir jetzt gleich durch den Goldharz... werden wir das wissen. Ob der uns sehen kann. Aber ich glaube nicht. Sieht irgendwie auch ein bisschen aus wie ein Bienennest. Oder? Findet ihr nicht auch? Okay, ein fliegendes Insekt. Das Säure auf seinen Hintern spritzt. Er denkt, das Tier oder das Insekt ist auch blind. Tatsächlich. Also es kann uns nicht sehen. Aber es wird uns wahrscheinlich hören. Oder? Oder? Nein, es kann uns hören. Es kann uns hören. Ja. Es kann uns tatsächlich hören. Aber ich kann es nicht mal töten. Ich kann es nicht töten. Okay. Ich dachte jetzt eigentlich, das ist blind. Das kann mich nicht sehen. Aber im Endeffekt kann es mich sehen. Ja. Das ist jetzt irgendwie in die Hose gegangen. Wo bin ich jetzt? Ach, ich bin jetzt hier? Okay. Okay. Was die Dinger allerdings da oben machen, weiß ich nicht. Sie haben auf jeden Fall vorher meinen Klon getötet. Aber wieso? Keine Ahnung. Okay. Er hat uns das ja schon erklärt. Also wird es jetzt eigentlich nicht so schwierig sein, oder? Wobei man nicht das Blickfeld von denen erblicken kann. Also wie die mich dann erkennen, keine Ahnung. Okay, wir gehen jetzt mal vorbei. Ja, ich sollte, glaube ich, nicht im Licht stehen. Also wenn ich im Licht stehe, werden sie mich wahrscheinlich sehen. Aber so nicht. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Aber gut, er sieht mich nicht. Also noch sieht er mich nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wer kommt wieder zurück, oder? Wie komme ich an dem vorbei? So, ich bleib mal lieber hier. Ein bisschen in Schutz. Die sehen echt aus wie Bienen. Deswegen sage ich ja, gleicht irgendwie einem Bienennest. Nach da unten komme ich auch noch. Okay. Jetzt nur die Frage, ob ich da hinkommen muss. Muss ich oder nicht? Oh Gott, WTF. Oh oh. Oh mein Gott. Kommt es hier rein? Ja, tatsächlich. Scheiße. Nein. Oh oh. Oh oh. Er hat gespeichert von selber, okay. Aber nach oben kann ich jetzt auch wieder nicht. Also ich muss an dem Viech hier vorbei. Oh nein. Aber ich glaube, zu langsam darf ich nicht. Doch, kann ich. Okay. Schaffe ich es bis darüber? Nee. Und da, was, da unten sind auch noch Wachen? Als ob, klar. Ist logisch. Ist logisch, klar. Wieso nicht? Wieso nicht? Aber da hinten führt doch... Doch, da hinten führt sogar ein Weg weiter. Mist. Mist. Habe ich jetzt leider nicht gesehen. Gelange in die Elfenraffinerie. Also raffiniert. Oh oh.
Oh, ich bin zu fest auf den Controller. Oh mein Gott, das langsame Schleichen liegt mir irgendwie gar nicht. Ich bin jetzt zwar den ganzen Abschnitt gut durchgekommen, aber bis hierhin... Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich finde es eine wirklich gute Idee. Also, dass man Gegner wirklich auch durch Hören... Oder so empfindliche Ohren eigentlich. Es ist ja nicht normales Hören. Wobei ich eigentlich auch alles höre. Okay, also wir werden jetzt hier... Hier ist es auf jeden Fall wieder relativ normal. Es sind zwei Wachen da. Gut, da hinten ist noch jemand. Und ich denke, ich muss da jetzt einfach durchschleichen. Aber das machen wir erst im nächsten Part, meine Freunde. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und bis bald. Und tschüss.